Melinda und Paul Esterházy heiraten im Jahre 1946. Schwierige Zeiten lagen hinter ihnen, schwierige Zeiten sollten noch folgen. Erzählenswert ist jedenfalls die Geschichte ihres Kennenlernens. 1933 klingelt die damals erst 13 Jahre alte Melinda eine Gruppe spazierengehender Herren, darunter Fürst Paul Esterházy, fahrradfahrend von der Straße. Im gleichen Sommer, die Abreise des Fürsten ist im Ort bekannt, treffen sie sich wieder. Die junge Melinda begrüßt den Fürsten mit den Worten: "Küss die Hand, Herr Fürst, eine gute Reise." Erst einige Jahre später, Anfang der 1940er Jahre, treffen die beiden auf dem Tennisplatz auf der Margareteninsel in Budapest wieder aufeinander. Fürst Paul bittet Melinda mit den Worten: "Sehr geehrtes Fräulein, liebe Künstlerin, dürfen wir miteinander Tennis spielen um eine Tennispartie?" Der Fürst besuchte regelmäßig Aufführungen in der Budapester Oper, um Melinda sehen zu können. Im März 1944, nach der Aufführung von Romeo und Julia, sandte der Fürst Melinda einen Blumenstrauß mit einer schriftlichen Nachricht. Der Fürst, der mehrere Sprachen fließend beherrschte und anonym bleiben wollte, wählte ausgerechnet die finnische Sprache, um Melinda diese erste Botschaft zukommen zu lassen. Das Schriftstück ist bis zum heutigen Tag im Nachlass der Fürstin erhalten.